sagen, Leute, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. So, wir holen jetzt Vyosa ab. Meine andere Schwester hat zwei andere Freundinnen abgeholt. Und jetzt gehen wir nach Stuttgart. Nein, auf Hochdeutsch sagt man, jetzt fahren wir nach Deutschland. Weil man kann ja nicht bis nach Deutschland gehen. Hast du das gewusst? Ja. Also. Ja, aber die finden das so schlimm, wenn man das sagt. We are so excited. Also, we are so excited that we are going to Stuttgart because we have never been there. And yes, it's very sparkly. Na so, gibt das Wort. Hallo, Mios! Die erste Kandidatin ist schon hier! Komm, wir kommen bei Shopping Queen! Ich habe einen Mantel. Leute, ich habe einfach Zahnpasta hier am Finger. Geil. Wir essen jetzt in ein paar Minuten noch schnell zum Morgen. Nein, wir essen morgen. Nein, warte schon. Das war Krena. Wie heißt das nochmal? Wir brunchen. Nein. Gibt's das nicht? Du Frühstück. Wir essen Frühstück. Oh. Das ist schon, also du wolltest jetzt Würstchen essen. Nein. Auf jeden Fall essen wir jetzt Frühstück und dann fahren wir weiter. Ich freue mich so, weil das heute der erste Tag ist, an dem wir alle weggehen, so richtig weggehen. Gastro sind wir nur immer in der Schweiz. So, Herbert und Fritz sind bei mir und bei dir. Ja, der Gustav ist auch da. Bei mir ist die Angela hier. Aber was ich ausprobieren wollte, ich habe ja von Hello Buddy ein Paket zugeschickt bekommen. Und ich teste das jetzt mal aus, weil ich unbedingt wissen möchte, ob das echt so gut ist, wie alle sagen. Natürlich werdet ihr von mir nur eine ehrliche Meinung von mir kriegen. Und ich werde es, glaube ich, probieren. Boah, jetzt gibt's gleich Essen. Wie mein GSC kauft mir. So, ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich habe so Hunger. Wir sind alle hier. Jetzt ein bisschen schlechte Laune, ne? Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt? Tiny Duffel, bruh. Also Leute, ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Kida, kannst du ein Lied singen für uns? Oh baby, I. Jos, komm fein. Weißt du, ich ein Background singen. Ja, aber ich bin so tanzen. Und I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Aber der Weg von Zürich nach Stuttgart kommt mir immer so lange vor. Und wir sind extra voll früh losgefahren. Um 7:45 oder so war es. Aber ja, wir sind so in 40 Minuten da. Und dann gehen wir als allererstes in den Primark. Thank you.
wir sind jetzt im Milaneo angekommen und gehen jetzt hoch. Die anderen sind noch nicht da. Wir warten dann oben auf sie. Wir sind jetzt im Lift und gehen auf die Toilette, weil wir alle pipi müssen. Was war dein Wort? Oh. Headshot. Wir warten hier immer noch auf unsere andere Schwester. Es stinkt nach Fitsch. Es stinkt richtig nach Fitsch. Nach Fitschstäbchen. Vani. Wo bist du? Wo? Monkey! Oh. Wow, ist eine geile Kleider aus da rein. Ich sehe es jetzt schon. Wir wussten nicht, dass es den Laden gibt. Richtig geil. Saturn nach unten. Leute, hier ist ja die Weihnachtsdeko voll schwach. Auch immer so. Darf man nicht aufnehmen? Okay. Ja, sie haben uns auch geschafft. So, wir sind jetzt im Primark und wir schauen uns ein paar Sachen an. Ich werde dann bestimmt einen Haul machen, was ich alles so gekauft habe und so. Deshalb, ich nehme nicht so viel auf jetzt. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf von Primark und wir haben so viel eingekauft. Ich glaube, es wird ein separates YouTube-Video mit einem Haul. Kollegin, deine Kritik ist länger als das Leben. Wir sind müde, wir haben Hunger, wir wollen essen und wir gehen jetzt Hans im Glück, weil wir schon seit 3 Wochen auf diesen Tag warten. Wir wollten so gerne dort essen, vor allem den Burger Hans im Glück. Wie kreativ muss man sein? Schön, der Gesultan. Mach nochmal. Oh mein Gott. Das ist der Gesultan. Was mein Mensch ist so? Oh mein Gib mir noch einen Schuh. Der Fuß muss näher sein. Oh ja, genau. So, wir sind jetzt noch mal kurz beim Auto, weil wir die Sachen einfach hier lassen und jetzt essen gehen. Sonst müssen wir das alles mitschleppen und die Säcke sind richtig schwer. Oder Tüten, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Und wir sehen uns dann beim Hans im Glück. Hans im Glück Burger und Süßkartoffeln mit Parmesan-Käse-Soße oder so heißt die. Oh mein Gott. So, wir gehen jetzt den DM und kaufen uns noch ein paar Drogerie-Sachen. Patriotin. Und ja, mal schauen, was wir dann so machen. Ich hätte voll Lust, ein Tattoo zu machen. Aber ich weiß nicht wo. Und wir müssen mal schauen, ob wir so spontan was finden. Hört ihr mich überhaupt? Ich hoffe, ihr hört mich. Kaufst du jetzt die BH Cosmetic Palette? Es läuft dir die ganze Zeit nach. Ich schwöre, es läuft dir die ganze Zeit nach. Es wird nicht weg von dir. Nö. Bitte kauf mich. Bitte kauf mich. Leute, kauf oder nicht? Oh nein, es ist zu. Sie können sowieso nicht entscheiden. Das Video kommt erst am Ende. Also ja. Wir sind jetzt so in einem Schuhladen, machen gerade Pause. Also ich mache Pause. Ich mag einfach nicht mehr. Ich bin so müde. Okay. Wir wollen uns ein Tattoo stechen lassen. Wissen aber nicht wo. Was ist das Tattoo? Das. Thank you.
zufrieden mit unseren Tattoos und jetzt geht's auch wieder nach Hause. Ich bin richtig müde. Ich glaube, wenn ich dann zu Hause bin, gehe ich schlafen. Weil, kennt ihr das? Das macht einfach so krass kaputt einfach. Einmal dahin, dann diese Tasche noch tragen und die andere Tasche noch tragen. Und alles, was ich gekauft habe, werde ich euch in einem separaten Video noch aufnehmen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich zu Hause bin. Wir sind jetzt zu Hause und gehen wahrscheinlich noch ein bisschen an Weihnachtsmarkt. Und dann geht es wieder nach Hause und einfach aufs Ohr legen. Ich habe so Kopfschmerzen, ich glaube, weil einfach so viele Leute da waren und so richtig schlimm voll war das. Ich fand es so krass. Die Deutschen sind so ganz anders als die Schweizer einfach. Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich da bin. Keine Ahnung, so viel offener als die in der Schweiz. Ich grüße alle, die ich getroffen habe und ich grüße auch alle, die über mich geflüstert haben und ich sie gehört habe. Ich sage es immer wieder, das ist peinlicher, als wenn man mich einfach anspricht, glaub mir, weil ich weiß ja auch nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ihr über mich redet. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich kennt oder ob ihr einfach so über mich redet. Deshalb kann ich euch ja auch nicht ansprechen. Und wenn mich jemand anlächelt, dann lächle ich zurück. Aber ich kann es ja auch nicht wissen, ob du mich kennst oder nicht, weil sonst würde ich schon auf dich zulaufen. Ja, nur, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ja, es war einfach so lustig mit den Mädels, weil wir ja immer eigentlich zusammen sind, aber wir hatten nie Zeit oder nie die Gelegenheit, alle zusammen rauszugehen. Und jetzt haben wir es einfach mal geschafft und es war so lustig. 2000 Jahre später. Heute ist Sonntag und ich habe mich schon fertig gemacht, also fertig geschminkt. Wir haben meiner Mutter versprochen, dass wir heute die Weihnachtsdeko machen. Später werden wir wahrscheinlich noch was trinken gehen oder das wird dann ganz spontan entschieden. Ihr werdet natürlich dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich den Haul mit in dieses Video nehme oder ein separates mache. Ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig. Es sind wirklich sehr viele Sachen, die wir uns geholt haben. Aber ich möchte euch das zeigen, weil wir haben unter anderem auch Kleider und Schminke und so gekauft. Und ich dachte mir, ich kann das mit euch teilen. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit bei der Weihnachtsdeko, wie wir so ein bisschen dekorieren. Und ja, also eigentlich machen wir heute einfach den Weihnachtsbaum fertig, weil meine Mutter ist jetzt mit meinem Vater in Kosovo. Mein Urgroßvater ist heute 100 Jahre alt geworden und ja, sie sind jetzt nach Kosovo geflogen, damit sie diesen Geburtstag feiern können. Und ich finde das auch voll krass, dass mein Urgroßvater einfach 100 Jahre alt ist. Ja, und das haben wir ihr versprochen, dass wir jetzt eben die Weihnachtsdeko für sie machen. Viel Spaß beim Zuschauen! Thank you.
geschmückt. Und es ist mega schön geworden, finde ich. Dazwischen haben wir eigentlich nichts gemacht, haben ein bisschen gechillt und so. Deshalb habe ich auch nicht aufgenommen. Nachher essen wir Fondue. Deshalb verabschiede ich mich jetzt auch von euch und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Vlogs sehen möchtet. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!